Herzlich willkommen in der Inspirata. Ich bin Enrico und das ist Luisa und wir zeigen euch heute ein kleines Experiment, das ihr auch wieder super zu Hause nachmachen könnt. Und das haben wir schon mal gezeigt in unserem Feuer-Livestream. Aber wenn ihr es noch nicht kennt oder diesmal, wenn ihr es nachmachen wollt, erklären wir euch nochmal Schritt für Schritt, was passiert. Und zwar braucht ihr drei Dinge. Ihr braucht zwei Feuerzeuge und ihr braucht ein Küchensieb. Genau, und ihr seht schon an unserem, das bekommt eventuell solche kleinen Rostspuren, Rußspuren. Wenn ihr da nicht sicher seid, welches ihr benutzen könnt, dann fragt einfach mal eure Eltern, ob ihr da ein altes Sieb habt, das ihr da vielleicht benutzen könnt. Genau, wichtig, die zwei Feuerzeuge müssen funktionieren. Wir haben vorgesorgt und haben zwei Feuerzeuge, die funktionieren. Das ist was ganz Neues für uns. Ja, und wir fangen direkt an. Und zwar, was wir jetzt machen wollen ist, wir halten gleich ein Feuerzeug unter das Sieb. Wichtig ist dabei, dass die Flamme ausgeschalten ist, wir aber gedrückt halten, sodass Gas entweichen kann, aber nicht verbrennt. Und dann zünden wir das Gas über dem Sieb wieder an. Okay, ich mache also ein Feuerzeug an, lösche die Flamme und zünde dann das Gas oberhalb vom Sieb wieder an. Und jetzt seht ihr, dass die Flamme oberhalb des Siebs weiter brennt und das Gas kommt aber von unter dem Sieb. Und das ist natürlich ein ganz interessanter Effekt. Jetzt haben wir quasi eine Flamme, die mitten in der Luft schwebt und ja, das eben mit diesem Feuerzeug und dem Sieb erreicht. Okay, und warum ist das Ganze so? Das ist ganz einfach. Die Flamme ist ja oberhalb des Siebs. Und das Sieb mit seinem Metall, Metall ist ein sehr guter Wärmeleiter, das transportiert die Wärme aus der Flamme ab. Das heißt, das Gas oben brennt, ist dabei natürlich sehr heiß. Die Wärme, die wichtig wäre, um das Gas unter dem Sieb zu entzünden, die wird aber durch das Sieb nach außen verteilt und erreicht nicht das Gas unterhalb des Siebs. Und deswegen brennt das Gas dort entsprechend nicht mehr. Ja, und den gleichen Effekt sehen wir auch in die andere Richtung. Das heißt, wenn ich ein brennendes Feuerzeug unter das Sieb drunter halte, dann seht ihr, dass die Flamme vom Sieb erstickt wird. Sie geht also bis an das Sieb ran, geht aber nicht durch das Sieb. Das heißt, oberhalb erreichen wir eben oder kommt eben kein Feuer an. Und das hat tatsächlich auch einen praktischen Nutzen. Früher wurde zum Beispiel im Bergbau, wo noch mit Feuer in den Lampen gearbeitet wurde, wurden solche Metallgitter vor den Lampen genutzt, um zu verhindern, dass die Flammen aus der Lampe nach außen treten können. Ja, und das ist also ein wirklich tatsächlich praktisch auch sehr nützliches Experiment. Und ihr könnt ja einfach mal versuchen, wenn ihr zwei Feuerzeuge zu Hause habt, ob ihr das Ganze nachmachen könnt und könnt uns dazu auch gerne mal einen Kommentar hinterlassen, ob das denn bei euch auch so gut funktioniert hat wie bei uns hier. Ja, ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt es doch gerne, lasst uns ein Like da. Und wer es noch nicht gemacht hat, kann es wie immer hier auf der rechten Seite abonnieren und kann hier links unsere letzten Videos angucken.